Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Advent ist eine Zeit des Wartens. Warten fällt nicht immer leicht. Manchmal ist es quälend und oft empfinden wir es als Zeitverschwendung. Den Erwachsenen fällt Warten wohl noch schwerer als den Kindern. Glauben Sie nicht? Wieso? Sonst gibt es die Weihnachtsplätzchen schon im September, den erleuchteten Christbaum zum ersten Advent und O du fröhliche und stille Nacht als Hintergrundgedudel in den Kaufhäusern. Warten ist kein attraktives Wort. Wir setzen es gleich mit Zeitverschwendung. Warten auf Weihnachten. Wer erwartet noch? Lohnt es sich zu warten? Und worauf wartet man, wenn man auf Weihnachten wartet? Advent ist aber auch eine Zeit der Freude, in freudiger Erwartung sein. Heute ist der vierte Advent, bald ist Heiliger Abend. Inzwischen hat es sogar schon ein bisschen geschneit. Also jetzt bitte freut euch. Das ist leider gar nicht so einfach. Wo soll denn da bitte schön Freude aufkommen in diesem verflixten Jahr? Keine Weihnachts-Shopping-Touren und lustvolles Stöbern in den Kaufhäusern, kein gemütliches Beisammensein mit Freunden bei einem Becher Glühwein und kein Bummel über einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte. Und dann Weihnachten selber. Wie soll da denn Stimmung aufkommen, wenn man bloß an die Vorschriften, Verbote und Einschränkungen denkt? Weihnachten ohne unsere Lieben, ohne in den Armen nehmen, ohne die festlichen Weihnachtsgottesdienste mit all den schönen Weihnachtsliedern, die ich in diesem Jahr gar nicht mitsingen darf. Und dann die Angst, die uns alle im Innersten quält, was denn werden wird. Aber heute seid ihr alle hier und nehmt euch diese Stunde Zeit. Das ist fast wie eine Notbremse am Ende der Adventszeit. Einmal nicht darüber nachdenken, was und wer uns alles fehlen wird, was in diesem Jahr alles wegfällt. Stattdessen nachdenken über das, was an Weihnachten zu uns kommt. Trotz all dem, oder vielleicht gerade deshalb. Was gibt uns Grund zur Freude? Paulus hat einst an die Philipper geschrieben: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Darum
freut euch, unser Erlöser, Gottes Sohn, kündigt sich an. Jesus kommt, er möchte bei uns einziehen, ohne Abstand, in unser Herz und in unser Leben. Jesus, du sagst, ich bin das Licht der Welt. Kyrie eleison. Jesus, in dir wird das Leben hell. Christe eleison. Jesus, du möchtest bei uns ankommen. Kyrie eleison. Das kleinste Licht besiegt die größte Dunkelheit.
kleines Licht an, das Licht der Adventskerzen. Sie machten nicht auf große Spektakel, sie machten nicht Party. Klein und verletzlich und doch eine starke Flamme, die leuchtet und wärmt in unserer Welt, die manchmal kalt, chaotisch und brutal ist. Das Licht der Kerze ist nicht grell und aufdringlich wie künstliches Neonlicht oder schrille Lichtinstallationen. Und doch ist es Licht, das brennt und Hoffnung in sich trägt. Das kleine Licht der Kerze, das auf dem Adventskranz entzündet wird, entspricht präzis der Wahrheit, auf die wir uns vorbereiten, auf die Geburt Christi. Gott wird Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Ich muss zugeben, ich habe mir schon öfter gewünscht, dass Gott machtvoller und unwiderstehlicher in unsere Welt käme. Aber Gott will es anders. Er kommt als Licht in diese Welt, wie das Licht einer Kerze, klein und verletzlich und doch stark und die Hoffnung selber. Nehmen wir das Licht auf. Thank you.
sagt ja. Eines Tages kam ein Engel zu Maria. Er stellte sich vor sie, leuchtend in der Dunkelheit, und sprach sie mit liebevoller Stimme an. Fürchte dich nicht, sagte der Engel. Ich komme im Frieden zu dir. Ich habe dir etwas Großartiges zu sagen. Maria wusste gar nicht, wie ihr geschah. Was möchtest du mir denn sagen? Fragte sie erstaunt und neugierig zugleich. Es wird ein Licht aufgehen für dich und alle Menschen um dich herum. Ein Licht heller und stärker als die Sonne. Ein Stern geht auf über dir am Himmelszelt. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt. Er ist das Licht der Welt. Und du bist erwählt. In dir wird dieses Licht wachsen. Ein Licht, das Frieden bringt für alle Menschen. Ein Licht, das Hoffnung schenkt und Mut macht. Wie kann denn das geschehen? Was wird wohl meine Familie dazu sagen? Fürchte dich nicht, es wird alles gut, antwortete der Engel. Lass dich darauf ein, mach dich auf den Weg, geh dem Licht entgegen, öffne dich für das Licht der Welt, dann wird es in dir wachsen. Und Maria sagte, ja. Die Toten stehen auf.
Der Dezember ist eine dunkle Zeit. Viele Menschen, vor allem Berufstätige, gehen morgens bei Dunkelheit aus dem Haus und kommen erst bei Dunkelheit wieder nach Hause. Jedes noch so kleine Licht, und sei es nur eine Kerze, ist in dieser Jahreszeit ein wohltuender Blickfang. Dunkelheit ist auch ein Sinnbild für Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit. Die vielen künstlichen Lichter im Advent können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eben nicht in einer heilen Welt leben. Und für manche ist die Advents- und Weihnachtszeit eine unbeliebte Jahreszeit. So viel Dekoration und so wenig Echtes dahinter. Genau das ist der Grund, warum Gott sich entschied, als Licht in diese Finsternis zu kommen. Denn ein Leben ohne Gott bedeutet Dunkelheit, Trostlosigkeit, Verlorenheit. Es gibt sie, die unscheinbar
unscheinbaren Lichtgestalten, die tagtäglich unseren Weg kreuzen, von denen wir oft erst im Nachhinein merken, wie gut sie uns getan haben. Es gibt sie, die stillen und treuen, die unaufdringlich und aufmerksam, schlicht und wohlwollend unser Leben bereichern. Es gibt sie, die Engel des Lichtes. Frauen, Männer und Kinder, die Segen bringen in das Dunkel und in die Nächte unserer Tage. Wir wären bedeutend ärmer ohne sie. Was tun, wenn man gerade mal nicht weiß, wo das denn ist,
weil der Mensch, der das zu Hause war, nicht mehr da ist? Weil man ganz weit weg von zu Hause ist, was dann? Dann sind sie mittendrin in der wahren Weihnachtsgeschichte. Das ist nämlich alles andere als heil. Und die Hauptpersonen, die sind eben auch nicht zu Hause, sondern von zu Hause weg auf dem Weg nach Bethlehem. Da müssen sie hin, Regierungsbeschluss. Maria und Josef sind auch alles andere als ein heiles Paar, denn Maria ist schwanger. Aber Josef ist sich sicher, dass da was nicht stimmt. Denn das Kind kann nicht von ihm sein. Und deshalb will er seine Maria auch verlassen. Nach der Geburt, wenn das Schlimmste vorbei ist. So viel Anstand hat er dann schon. Und so kommt Jesus auch nicht in einem gemütlichen Wohnzimmer mit Weihnachtsbaum zur Welt, sondern in einem zugigen Stall. Und dort, genau dort passiert es, dass alles sich verändert, dass es hell wird im Stall und im Herzen von Josef und von den armen Leuten, die da eben mal vorbeikommen und in der Welt. Dieses Kind verändert alles. Die Leute sehen die Dinge mit anderen Augen. Friede auf Erden. Und so kommt Gott in der Fremde auf die Welt und macht das Fremde zur Heimat. Deshalb sind wir an Weihnachten auch zu Hause, egal wo wir sind. In der wahren Weihnachtsgeschichte jedenfalls. Es war keine stille Nacht.
An Heiligabend feiern wir das menschgewordene Licht der Welt. Es hat unscheinbar klein begonnen, in einer Krippe. Und es verliert bis heute nichts an seiner weltverändernden Strahlkraft. Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht, das unsere Finsternis erleuchtet und unser Leben hell macht. Das Licht, das uns neue Hoffnung schenkt in den Ängsten und Dunkelheiten unseres Lebens. Besonders aber auch den Menschen, deren Lebensweg von Krieg, Terror, Armut und Not überschattet ist. Dunkle Ecken wird es in unserem Leben immer geben, aber das Licht erhellt uns weiter den Weg. Gehen wir im Advent auf den Weg zum Licht des Herrn, das in der Krippe aufstrahlt, das in die dunkle, stille Nacht hineinleuchtet und die Ankunft Gottes in Jesus Christus verkündet. Was sollen wir also über die Dunkelheit schimpfen? Feiern wir lieber das Licht. Thank you.
Wir wollen beten und antworten. Herr, wir bitten dich, schenke uns dein Licht. Herr, das Leben vieler Menschen ist nur spärlich mit Licht erhellt. Ihre Herzen sind mit Dunkelheit angefüllt. Bring du ihnen Licht in ihre Dunkelheit. Herr, wir bitten dich, schenke uns dein Licht. Herr, oft gibt es Irrlichter in unserem Leben. Wir wollen Besitz, Geld, Macht und Luxus. Lass uns erkennen, welches die wahren Freuden des Lebens sind und schenke uns das Vertrauen in dich. Herr, wir bitten dich, verschenke uns dein Licht. Herr, oft vergessen wir unsere Mitmenschen und denken nur an uns. Lass uns nicht vergessen, dass es im grauen Alltag immer wieder nötig ist, durch gute Worte und Anerkennung füreinander kleine Lichter zu entzünden. Herr, wir bitten dich, schenke uns dein Licht. Herr, die Kirche steht in der heutigen Gesellschaft nicht überall in einem guten Licht da. Schenke uns Christen das Gefühl der Einheit und die Hoffnung, dass deine Liebe uns Licht, Wärme und Geborgenheit schenken will. Herr, wir bitten dich, schenke uns dein Licht. Wir wollen auch an unsere Verstorbenen denken, an alle, die uns lieb waren und sind, und auch an diejenigen, an die keiner mehr denkt. Segne sie mit deinem Licht. Herr, wir bitten dich, schenke uns dein Licht. Wie er ein Aufwärter war.
Wir bitten jetzt um Gottes Segen. Guter Gott, wir danken dir für diese Stunde der Freude in der adventlichen Zeit. Für die Stunden, in denen wir zu uns selbst und zu dir finden. Segne unsere Begegnungen in diesen Tagen. Bei zufälligen Treffen, bei Familienbesuchen und in Gottesdiensten. Wandle diese Zeit des Wartens auf deine Ankunft, dass wir das rechte Maß finden zwischen Vorbereitung und Besinnung. Komm in unseren Alltag und führe diese Erde und ihren Menschen zum Frieden. So machst du unser Leben hell und erleuchtest unseren Weg durch deine Liebe heute und in alle Ewigkeit. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bye.